Geschichten. In der ersten Nacht der Ehe ist der leidenschaftliche Bräutigam begierig darauf, den Körper seiner geliebten Frau zu treffen. Plötzlich sah er etwas Unerwartetes und lief weg. Alejandro, Liebes, ich verstehe nicht, was passiert ist. Kannst du das erklären? Teresa stand in der Mitte des Raumes und sah ihren Mann an, den sie sehr liebte. Es war die erste Hochzeitsnacht, auf die sie so lange gewartet hatten. Das Mädchen war verwirrt und verstand nicht, warum der Mann, den sie liebte, den sie bis zur Heirat gemobbt zu haben hoffte, nachdem sie ihre Jungfräulichkeit für sich selbst gerettet hatte, sich abwandte, sobald sie das Kleid auszog. Alejandro wiederum, der nicht die richtigen Worte fand, um Teresa alles zu erklären, verließ schnell den Raum. Als die Eltern des jungen Mannes das Geräusch hörten, verließen sie das Zimmer und als sie sahen, dass der Sohn aus dem Haus lief, wollten sie ihn anrufen, um zu erfahren, was passiert war. Der junge Mann antwortete nicht auf ihre Schreie. Er musste allein sein, war gleichzeitig verängstigt und verwirrt und wusste nicht, was er tun sollte. Er rannte hinaus, ging dorthin, wo niemand ihn ansah, und saß am Flussufer, das nicht weit vom Dorf entfernt war, und warf seine Arme über den Kopf und weinte in einem Moment, der kein Zufall war, der sich selbst widerspiegelte und nicht an die Wechselfälle des Schicksals glaubte, das ihm auferlegt worden war. In dem Moment, als das Mädchen, das er am meisten liebte, ihr Kleid auszog, brach die ganze Welt auf ihm zusammen. Er hätte nie gedacht, dass so etwas möglich wäre, aber er erkannte, dass er nicht aufhören konnte, früher oder später nach Hause zu kommen. Er würde die Tür überqueren und sprechen müssen, besonders mit seinem Vater, aber das würde viel später sein. Nein, das wäre zu viel. Teresa, was ist los? Sagte Federica verzweifelt, um das Mädchen aus dem ersten Stock herunterkommen zu sehen. Es ist nicht lange her, dass dieses Hochzeitskleid, das den Neid aller jungen Gäste, die an der Feier anwesend waren, störte, zerknittert wurde. Teresa kleidete ihn mit Mühe. Wenn sie nicht in den Spiegel geschaut hätte, hätte sie sich nicht daran erinnert, dass sie ihn kürzlich weggenommen hatte. Wenn sie so vor dem Raum dargestellt worden wäre, hätte sie vor Scham gebrannt. Das Letzte, was sie wollte, war, Fragen ihres Schwiegervaters und ihrer Schwiegermutter über das, was zwischen ihr und Alejandro passiert ist, zu beantworten. Dann rannte er leise vom Haus zur Straße und nahm das erste Auto, an dem er vorbeifuhr, und ging nach Hause. Ist alles in Ordnung, sagte der Fahrer, der sah, dass der junge Mann keinen angenehmen Ausdruck auf seinem Gesicht hatte. Ihre tränenden Augen sagten alles, aber Teresa war nicht offen mit dem Fremden. Als Antwort auf den Taxifahrer nickte sie nur und bat darum, schneller zu fahren. Und als er die Schwelle der Wohnung seiner Mutter überquerte, wo er sein ganzes Leben verbrachte, begann er zu weinen. Die Frau verstand nicht, was geschehen war und war sehr verängstigt, als ihre Tochter mitten in der Nacht mit ihrem Kleid zerknittert und geschminkt ins Haus flog. Was ist los mit dir, mein Mädchen? Klagte Rosalia. Hat er es gewagt, dich zu beleidigen? Die Frau behandelte den Bräutigam ihrer Tochter gut und war sicher, dass sie mit Alejandro eine starke Familie aufbauen konnte. Aber Rosalia war nicht eine von denen, die sich um die Vergangenheit kümmerten, also zog sie es vor, sich nicht mit den Ereignissen vergangener Zeiten zu beschäftigen, die einst sterblich in ihrem Leben waren. Was verging, verging, und es war nicht notwendig, gelegentliche Erinnerungen zu wecken. Aber als Teresa von dem Vorfall im Raum erzählte, dachte die Frau ernsthaft, dass sie endlich mit Santiago reden müsste. Sie ahnte sofort, wo das Problem begraben war, aber dachte nie, dass es so sein könnte. Die Frau war sich sicher,
dass es ein Fehler war, also tat sie ihr Bestes, um die Tochter zu beruhigen, die weinend vor ihr auf der Couch saß. Du hast keine Ahnung, Mutter, sie rief schluchzend. Er beleidigte mich, wie mich noch nie jemand beleidigt hat. Gott, wie sehr ich es bedauere, so anständig gewesen zu sein. Ich habe alles getan, was du mir immer gesagt hast, keine Freunde, keine Beziehungen, bis ich geheiratet habe. Und was habe ich im Austausch für meine Ehrlichkeit bekommen? Ein Mann, der aus dem Zimmer floh, der mich beim ersten Mal, als er mich sah, verleugnete und es auf die erniedrigendste Weise tat. Was habe ich getan, um das zu verdienen? Sag mir, warum verdiene ich das alles? Rosalia wusste nicht, was sie ihrer Tochter sagen sollte, aber sie war sicher, dass es die Ursache von Alejandros Verhalten war. Sie wollte nicht ruhen, und es konnte kein Geheimnis zwischen ihr und Santiago bleiben. Sie musste mit ihm reden, sie würde es morgen tun. Die Verbindung der Vergangenheit überraschte den Mann, aber schließlich waren sie jetzt Verwandte. Was ist das Problem? Warum, wenn es kein Geheimnis ist, müssen Sie mich treffen, sagte er überrascht und hörte Rosalias Stimme am Telefon. Es ist nicht so, dass ich etwas mit dir zu tun habe. Wenn du etwas über Alejandro und Teresa fragen willst, habe ich nicht realisiert, was zwischen ihnen passiert ist. Alejandro ist gestern von zu Hause weggelaufen, erst am Morgen zurückgekehrt und ohne ein Wort zu sagen, in sein Zimmer gegangen, von wo er noch nicht gegangen ist. Vielleicht hat ihnen ihre Tochter etwas erzählt. Ich wäre auch sehr interessiert zu wissen, Rosalia bestand darauf, und Santiago musste zustimmen. Nein, in meinem Haus, sagte er. Beachten Sie, dass es bei Federica nicht funktioniert, und sie ist nur Augen und Ohren. Sie können nichts vor ihr verbergen. Die Frau verstand es und ging zu dem Restaurant, wo Santiago das Treffen arrangiert hatte. Und am Tisch vor ihnen sitzend, sagte ich nicht mehr zu ihm, Sie müssen einen DNA-Test machen, und so schnell wie möglich. Es ist möglich, dass Teresa ihre Tochter ist, also vermied Alejandro, sie gemobbt zu haben, er sah wahrscheinlich etwas, das er vor der Hochzeit noch nie gesehen hatte. Meine Teresa ist ein anständiges Mädchen und bis zur Hochzeitsnacht haben sie sich nie geküsst. Santiago sah Rosalia mit großen Augen an und konnte kaum glauben, was sie sagte. Nein, er würde ihre Beziehung nie leugnen, und er war nicht bereit, seine Vergangenheit zu vergessen oder irgendeine Phase seines Lebens zu löschen. Sie war noch verheiratet, und für Rosalia selbst war diese ganze Situation auch eine Voraussetzung für große Probleme. Während all dieser Jahre war sie überzeugt, dass Therese Peters Tochter war, und wie könnte es anders sein? Er war ihr legitimer Ehemann, mit dem sie mehr als 20 Jahre lebte, ein liebender Vater und ein treuer Freund. Sie verstanden sich immer. Ja, Rosalia fehlte es oft an Leidenschaft in Beziehungen, aber Peter war ein ernsthafter und gründlicher Mann. Für ihn war die Wissenschaft viel wichtiger als fleischliche Freuden, die er für irreversible Verpflichtungen hielt, die in der Ehe nicht vermieden werden konnten. Er wollte auch keine Kinder haben, aber als eine Tochter geboren wurde, war er glücklich. Er versuchte, ein guter Vater zu sein, aber Teresa war nie der Sinn seines Lebens, wie die anderen Kinder zu ihren Eltern waren. Er hatte ein Geschäft, dem er sich widmete, und die Familie kam immer an zweiter Stelle. Rosalia schien ruhig und verstand die Prioritäten ihres Mannes, weil sie selbst zu beschäftigt mit medizinischer Arbeit war und sich überhaupt nicht um häusliche Probleme, Müll und andere ähnliche Anliegen kümmerte, denen sie nur einmal pro Woche ihre Zeit widmete. Im Gegenzug erhielt sie immer Unwissenheit von ihrem Mann,
für den Komfort und Häuslichkeit bedeutungslos waren. Zuerst muss ich mit meinem Sohn sprechen, antwortete Santiago nachdenklich, nachdem er Rosaria gehört hatte. Lassen Sie uns zuerst sicher sein, dass seine Annahmen nicht unbegründet sind. Und wenn das wahr ist, werde ich natürlich einen DNA-Test durchführen. Er kam mit schweren Gedanken aus dem Meeting. Es war lange her, dass der Mann sich daran erinnerte, dass er bereits eine intime Beziehung zu dieser Frau hatte. Viel Zeit verging, sie arbeiteten zusammen an der Universität, in verschiedenen Abteilungen, und so viel wie sie die Brillanz der Familienbeziehung verlor. Sie verkündeten nie, was zwischen ihnen geschah und versuchten, es in jeder möglichen Weise zu verbergen. Es gab keine Notwendigkeit für Gerüchte oder Klatsch. Santiago wagte nicht, seiner Frau, die ihn sehr liebte und ihm wenigstens vergeben konnte, ihn angezogen zu haben, Gründe der Eifersucht zu nennen, aber er wusste nicht, was er jetzt tun sollte. Als der Mann nach Hause zurückkehrte, ging er zuerst in Alejandros Zimmer. Zu dieser Zeit hatte der junge Mann gut geschlafen und sich ein wenig erholt, obwohl er nicht auf einen konstruktiven Dialog vorbereitet war. Alejandro musste mit seinem Vater sprechen und sich erklären. Es dauerte nicht lange, aber er machte sofort alles klar. Sie hat eine riesige Warze auf der Brust, sagte Alejandro, als erwarte er die Frage seines Vaters. Eine riesige, sternförmige. Nur meine verstorbene Großmutter, deine Mutter Emilia, hatte so eine. Du musst dich erinnern, sie war immer schüchtern und versteckte sich vor allen. Weißt du noch, wie froh ich war, dass du diesen schrecklichen Fleck nicht hattest? Dad, es kann kein Zufall sein, oder? Teresa ist deine Tochter, nicht wahr? Santiago war nicht überrascht von der Einsicht seines Sohnes. Hätte er das Offensichtliche nicht vermutet, wäre er in seiner Hochzeitsnacht nicht aus seinem Zimmer gelaufen. Sohn, es tut mir leid für dich, begann Santiago zu klagen. Ich hätte diese Ehe niemals erlauben sollen. Ich wusste, dass Teresa Rosarias Tochter war und dass du eine Beziehung zu ihr hattest. Ich hätte denken sollen, dass es nicht so einfach sein würde. Vergib mir, mein Sohn. Von allen Mädchen in der Schule, von allen Klassenkameraden, wählte er sie. Er mochte Teresa vom ersten Moment an, und irgendwann erkannte Alejandro, dass er sich sein zukünftiges Leben ohne dieses Mädchen nicht vorstellen konnte. Und wenn er nicht vorhatte zu gehen und jemand neben Teresa war, würde er nie in der Lage sein, das Gleiche zu vergeben. Sie kehrte fast sofort zurück, was nicht aufhörte, Alejandro zu mögen. Er wollte ihr so schnell wie möglich einen Antrag machen, damit sie vor dem Abschluss eine volle Familie haben. Und was will er mehr? Er würde studieren, einen Job finden, die Frau treffen, die er liebte. Es scheint, dass das, was im Leben noch benötigt wird. Alejandro wollte nichts mehr, war dem Schicksal sehr dankbar für das, was er bereits hatte. Der junge Mann konnte nicht denken, dass alles vor der Ehe so enden würde. Keine Freiheit war erlaubt, weil er wusste, dass Teresa, wie er, in einer strengen und anständigen Familie aufgewachsen war, und dass das, was die moderne Jugend heute als offene Beziehung und experimentelle Ehe mit ihnen bezeichnet, weder das eine noch das andere sein würde, und Alejandro fühlte sich sehr, wenn sie sich nicht an solche strengen Prinzipien gehalten hätten und sich vor der Ehe für Intimität entschieden hätten, dann würden sie keine Ehe haben. Und jetzt ist er verheiratet und braucht eine Scheidung. Und wie kann er nach dem, was passiert ist, mit seinem Leben weitermachen? Wann wird er jemanden wieder lieben? Und wenn niemand seine Seele so sehr berührt wie sie, muss er dann den Rest seines Lebens allein verbringen?
Diese Fragen quälten nicht nur Alejandro, sondern auch Teresa, die nach allem, was passiert war, ihren Platz nicht fand. Rosalia entschied sich nicht sofort, sich ihrer Tochter zu erklären, sondern erst, als das Ergebnis des DNA-Tests eintraf. Santiago erzählte ihr alles. "Es ist bestätigt", seufzte er, als eine Frau ans Telefon ging. "Teresa ist meine Tochter und Alejandro ist mein Sohn, und da sie Brüder sind, können sie nicht zusammen sein." Rosalia dachte viel darüber nach, wie sie es ihrer Tochter sagen sollte, nicht darüber zu urteilen, dass sie ihren Vater verraten hatte, und wie Peter sich fühlen würde, eine Tochter großzuziehen, die nicht seine war. Könnte er seiner Frau den Verrat verzeihen oder würde er nicht reagieren, weil es ihm egal ist, als Rosalia herausfand, dass sie sich nicht mehr mit endlosen Gedanken und Spekulationen quälen konnte, beschloss sie, ein offenes Gespräch mit ihrer Tochter und ihrem Mann zu führen. So viel Heuchelei mit ihrer Tochter wie mit ihrem Mann, Mutter, aber wie kann es sein, rief Teresa aus und hörte Rosalia zu. "Es stellt sich heraus, dass du mich gelehrt hast, nach den Prinzipien zu leben, die nie gelebt wurden. Und die Liebe, die Treue und all die Dinge, die du mir immer gesagt hast. Du hast mir gesagt, seit ich klein war, dass ich in Beziehungen ehrlich sein sollte, und doch hast du meinen Vater verraten und nichts daran auszusetzen gesehen. Wie konntest du nur?" Teresas Enttäuschung war unvergleichlich. Im Kopf des Mädchens war kein Platz für die Mutter, die zur Verkörperung eines banalen und schmutzigen Verrats wurde. Nach dem Gespräch konnte und wollte Teresa die Frau weder hören noch sehen. Sie brauchte Zeit, um über das Geschehene hinwegzukommen und war sich nicht sicher, ob sie jemals in der Lage sein würde, zu vergeben und das Verhalten ihrer Mutter zu akzeptieren. Peter reagierte viel ruhiger. Anders als Teresa, die immer sehr streng von ihrer Mutter erzogen wurde, hatte er eine viel einfachere Lebensauffassung. Ja, er entdeckte, dass Teresa nicht seine Tochter war und dass er keine Blutkinder hatte und sie nie wieder haben würde. Es hat sein Leben nicht sehr beeinflusst, und wie würde es das Leben eines Mannes beeinflussen, der so leidenschaftlich für die Wissenschaft ist, der nichts oder niemanden beachtet? "Keine Sorge", sagte Peter, nachdem er seine Frau gehört hat. "Es ist nichts Schreckliches passiert. Teresa wird es rechtzeitig herausfinden und ihre Beziehung wird sich verbessern. Vertrauen Sie mir." In diesem Moment war Teresa so verzweifelt, dass sie nichts wollte. Kaum wagte er es, sein Studium am Institut fortzusetzen, von dem aus er Alejandro nicht mehr sehen wollte. Menschen, die so begeistert von der Hochzeit waren, waren überrascht von der plötzlichen Trennung der Jungen. Weder Teresa noch Alejandro konnten die unbequemen Fragen vermeiden, also trafen sie eine gemeinsame Entscheidung, die allen Klatsch und Spekulationen über ihre Beziehung ein Ende setzte. Die Jugendlichen sagten offen, sie seien Brüder, was die bereits überraschten Kollegen noch mehr schockierte. "Ja, es ist passiert", rief Alejandro, als sich die Menge etwas beruhigte. "Und du kannst denken und sagen, was du willst, was gut aussieht, aber wage es nicht, Klatsch zu verbreiten. Schließlich sind wir keine Fremden und müssen einander respektieren." Nach diesem Kommentar hörten die Kollegen auf, in den Korridoren über Alejandro und Teresa zu sprechen. Im Gegenteil, wir sympathisierten aufrichtig mit ihnen. "Es muss schrecklich und sehr beängstigend sein, wenn du jemanden aufrichtig liebst, aber erkenne, dass du niemals mit dieser Person zusammen sein kannst, weil sie verwandt sind. Und das ist nicht nur gegen das Gesetz, sondern auch gegen die Moral. Niemand würde so etwas durchmachen wollen." Dieser Gedanke wurde von allen Kollegen in der Jugendklasse geteilt,
Aber weder Alejandro noch Teresa erwarteten eine so starke Unterstützung von Freunden, dass sie sie nie als potenzielle Seelenverwandte ernst nahmen. Weil sie niemandem außer sich selbst Aufmerksamkeit schenkten. Wenn ich du wäre, wäre ich nicht so wütend, sagte Diego zu Teresa, als sie zusammen Tee im Speisesaal tranken. Dinge passieren im Leben. Wenn sie vergehen, vergehen sie, und was kannst du jetzt tun? Du wirst deine Liebe wiederfinden? Du wirst es herausfinden, ich zweifle nicht. Der junge Mann empfindet viel Sympathie für das Mädchen, wagte es aber nie zuzugeben. Alle Gedanken Teresas waren mit Alejandro beschäftigt, und sie verbrachte ihre ganze Freizeit mit ihm. Und nachdem die Jugend den Bräutigam angekündigt hatte, zählte Diego nicht mehr auf etwas, nicht einmal mit Freundschaft. Es ist immer noch gut, dass es in unseren Familien üblich ist, Hochzeiten ausschließlich mit Eltern und ihren Freunden zu feiern, sagte Alejandro einmal, als er und Teresa versehentlich während einer Pause im Flur die Wege kreuzten und beschlossen, zu sprechen. Kannst du dir vorstellen, was am nächsten Tag in der Schule passiert wäre, wenn wir all diese Leute zu unserer Hochzeit eingeladen hätten? Ich kann mir nicht einmal vorstellen, dass mit der jungen Teresa zusammenfiel, die versuchte, ihn nicht von Angesicht zu treffen, nicht einmal im Klassenzimmer. Wir hätten all das in unserem Leben nicht losgeworden. Und du, wie geht es dir? Alejandro wollte das Gespräch wirklich nicht fortsetzen, weil er nicht wusste, was er Teresa sagen sollte. Das Haus war im totalen Chaos. Federica wusste nur im Gespräch. Sie und ihr Vater begegneten sich nie, seit sie von der Untreue ihres Mannes erfuhr und dass er eine uneheliche Tochter hatte. Die Frau fand ihren Platz nicht. Ihre Leiden und Schmerzen waren so groß, dass sie sich vollständig zurückzog. Alejandro tat sein Bestes, um seine Mutter zu beruhigen und sie davon zu überzeugen, dass nichts Schreckliches passiert war und dass diese Dinge passieren könnten, aber sie wollte nicht einmal mit ihm reden. Es war sehr schwer für die Seele des jungen Mannes, nicht so sehr für das, was zwischen ihm und Teresa geschah, sondern wegen seiner Mutter und seines Vaters. Er wollte wirklich nicht, dass seine Eltern sich scheiden lassen und war bereit, alles zu tun, um es zu vermeiden. Es war sehr schwierig, eine Familienbeziehung aufzubauen, aber nach ein paar Monaten war das Eis gebrochen. Federica, die herausfand, dass er nicht bereit war, Santiago zu verlieren, der ihn trotz allem sehr liebte, hörte auf, über Divorium zu sprechen und beschloss, ein ehrliches Gespräch mit ihrem Mann zu führen. Der Mann bereute seine Tat nicht, er war überzeugt, dass es der Vergangenheit gehörte und für ihn war es sehr wichtig, dass Federico verstand. Aber gleichzeitig wollte sie, dass ihre Tochter in ihrem Leben präsent ist und hoffte, dass Federica Teresa nicht als Schwiegertochter, sondern als Stieftochter akzeptieren würde. Ich habe nichts gegen sie, sagte die Frau, vor allem, weil sie und Alejandro sich bereits als Bruder und Schwester kennen und nur als Freunde behandeln. Soweit ich weiß, hat unser Sohn eine neue Geliebte und wird uns bald vorstellen. Alejandro hatte von Luisa gesprochen, nicht nur mit seiner Mutter, sondern auch mit seinem Vater, so dass Santiago auch wusste, dass die Ehe kommen würde. Teresas persönliches Leben verbesserte sich ebenfalls, was Rosalia zweifellos glücklich machte, die nach allem, was geschah, Schwierigkeiten hatte, sich mit ihrer Tochter zu verbinden. Ich denke, eines Tages sollten wir heiraten, schlug Alejandro vor, als er über die zukünftige Ehe mit Teresa, Luisa und Diego sprach. Und dieses Mal werden wir nicht nur unsere Eltern, sondern auch unsere Freunde einladen. Ich denke, das ist das Richtige. Eltern konnten sich nur freuen, weil ihre Kinder Glück fanden.
Santiago bereitete sich gründlich auf die Ehe seiner Tochter und seines Sohnes vor und kaufte eine separate Wohnung für jede junge Familie. Ich denke, es wird zuerst genug sein, sagte er und übergab die Schlüssel an die Braut und den Bräutigam. Und dann gehst du zur Arbeit, du gehst etwas Größeres für die Hochzeit kaufen. Teresa trug ein Kleid, das eine Warze enthüllte, die sie immer in Verlegenheit brachte, sie sah nichts falsch mit ihrer Marke. Im Gegenteil, es hatte ein sehr interessantes und ungewöhnliches Format. Als das Mädchen auf die Welt kam, war Rosalia sehr perplex. Die Frau brachte das Mädchen zu mehreren Ärzten, um das Urteil zu erhalten, dass der Fleck definitiv nicht bösartig war und nicht entfernt werden konnte. Was für ein Segen, dass es damals keinen einzigen Arzt gab, der ihn überzeugen konnte, den Fleck zu entfernen, teilte sie ihre Erinnerungen mit ihrer Tochter. Es ist beängstigend, sich zu fragen, was passiert wäre, wenn ich nicht gehandelt hätte. Ich würde nie wissen, dass ich nicht die Tochter deines Mannes bin, und Alejandro und ich hätten uns nicht scheiden lassen. Es ist schrecklich, stimmte Alejandro geradezu. Er hatte keine Lust, es anzusprechen. Warum auf etwas zurückgreifen, das bereits passiert war? Sie hatten die Dinge geregelt, ihre Beziehung wurde gefestigt, und jetzt hatte Teresa zwei Eltern. Teresa hatte nichts dagegen, mit Santiago zu sprechen und wollte diesen Mann nicht aus ihrem Leben ausschließen, aber gleichzeitig war, ist und wird Petrus immer der Mann sein, der sie schuf und der immer an ihrer Seite war, und er stimmte immer mit allem überein. Der Mann war der einzige von allen, der nicht sehr von der Familiengeschichte betroffen war, hatte immer eine Orientierung an der Wissenschaft und war noch am Tag der Ehe seiner Tochter auf einer Konferenz. Und erst am Ende der Feier erschien und gratulierte Teresa zum Beginn des Familienlebens und der Veränderung auf eine neue Ebene des Lebens. Wie können Geheimnisse und Enthüllungen innerhalb einer Familie individuelle Beziehungen und Vorstellungen von Identität, Liebe und Leichtigkeit verändern? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Wir wollen von Ihnen hören. Bis zum nächsten Video.